Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rap'n'Roll Box von Taimo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rap'n'Roll von Taimo, das Ganze am 2. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Taimo. Wir haben hier eine Box. Wir werden das erste Mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal die Folie entfernen. Diese Box gab es exklusiv über Distributions. Wir haben hier einen grauen Himmel. Also sieht ziemlich ungemütlich aus hier, wettertechnisch. Oben lesen wir einmal Steuerfrei Money präsentiert. Also das Label, bei dem Taimo ist. Dann den Schriftzug Taimo, den Albumtitel Rap'n'Roll. Und dann haben wir hier so orangene Linien. Also sieht fast so aus wie so ein Neonschild, wie so eine Neonreklame. Und dann hier so Strommasten, Hochspannungsmasten mit Schuhen, die daran hängen. Also sieht so ein bisschen nach USA aus. Auf der Seite zieht sich das Ganze hier weiter. Unten das Design auch recht düster gehalten. Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der rechten Seite Himmel, oben die Wolken. Und auf der Rückseite ist das Ganze unerwartet in Schwarz. Und zwar Schwarz auf Schwarz. Das Ganze ist dann hier in so einer Hochglanzoptik noch bedruckt. Wir lesen hier auch wieder Taimo Rap'n'Roll. Und dann haben wir tatsächlich den Boxinhalt. Einerseits hier mit Text, also einerseits geschrieben, aber auch hier so visualisiert. Also wir lesen hier, was befindet sich darin? Wir haben einmal das R&R-Album. Dann haben wir die Feature EP, ein Shirt, einen Grinder, eine Autogrammkarte, Poster in A1 und einen Tattoo-Sticker. Ja, dann hier noch die Logos und Labels der Beteiligten, Barcode. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier seitlich aufklappen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Also, was haben wir hier? Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir, das ist jetzt spannend, denn wir haben hier zusätzlich auch noch eine Bonus-CD von Stanley in diesem Fall, Schall und Rauch. Und die war ja auf der Rückseite gar nicht beschrieben. Also, wir schauen mal ganz kurz, eine Sekunde, ob ich jetzt irgendwie was verschlafen habe. Aber ich glaube, genau, wir lesen hier nämlich nur Album, also Rap'n'Roll, dann die Feature-EP. Aber von dieser CD von Stanley ist hier gar keine Rede. Nicht schlecht. Also mehr als erwartet drin. Dann haben wir die Feature EP von Taimo. Das Album an sich. Dann den Grinder. Der kommt hier in einer sehr ungewöhnlichen Form. Das Tattoo. Die unterschriebene Autogrammkarte. Und ein Poster. So, die Box ist leer, von innen weiß. Packen wir wieder zusammen. Und dann kommen wir zu den einzelnen Inhalten, die hier großteils noch in Folie sind. So, also Poster, Autogrammkarte und Tattoo kann derweil zur Seite. Der Rest kommt hier wirklich allesamt noch in Folie. So, einmal der Grinder. Beiden CDs, das Shirt und das Album. So, das ist das Shirt. Packen wir auch mal rüber. Dann das Album. So, also jede Menge Folie. Hier gibt es echt einiges auszupacken. Auch wenn ich jetzt gerade nicht finde. Ah doch, oh ja, hier lässt sich es gut anstechen. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Ja, genau bei solchen Papphüllen, bei solchen ganz dünnen, da muss man immer besonders aufpassen, was die Folie betrifft. Denn wenn man da ein bisschen zu brutal rangeht, dann knickt man hier leicht irgendwie die Ecken ab oder beschädigt hier die Hülle. Das wollen wir natürlich verhindern.
So, Schall und Rauch, dann die Feature EP. Da muss man immer aufpassen, dass man hier das schön an den Ecken so rüberzieht. Jawohl, dass es hier keinen Knick gibt. Und natürlich das Album an sich. So, aber jetzt können wir endlich starten. Es hat lang genug gedauert, das Ganze auszupacken. So, das ist das Album. Hier anderes Cover als auf der Box. Und so lesen wir hier wieder auch diesen orangenen Neonrahmen mit Rap and Roll. Steuerfrei Money, Taimo. Aber hier haben wir zwei Herrschaften abgebildet. Einmal rechts Taimo, oben ohne. Und einmal links, ich gehe davon aus, das ist G-Time, der Produzent, der das gesamte Album produziert hat. Ja, wir haben hier brennende Mülltonnen und Boxen im Hintergrund. Also auch hier sieht es so ein bisschen nach USA und so Hinterhof oder ja, Trailerpark-Siedlung eventuell aus. Verbraucherhinweis auf Englisch, Rap and Roll und auf der Rückseite die Tracklist. Genau, hier wird produziert und auch aufgenommen in diesem Hinterhof. Sehr schön. 15 Tracks an der Zahl. G-Time, wie gesagt, diverse Mal hier als Feature angeführt. Ansonsten noch Giuliana, Stanley, Kagi, 84, und Danny 111er. Okay, also einige Features mit dabei. Barcode gibt es hier auf der CD bzw. auf dem Album keinen. Warum? Das Album gibt es meines Wissens wirklich nur exklusiv in der Box. Ansonsten eben digital, aber physisch wirklich nur in Kombination mit der Box. So, das ist das Booklet. Kommt hier in Schwarz-Weiß. Auch hier wieder brennende Mülltonnen. Also das gesamte Artwork hier an diesem Ort entstanden. Hier die beiden Herrschaften. So sieht das aus. Dann haben wir hier noch einmal die Infos, also die Personen, die an diesem Album hier beteiligt waren, die Credits. Und so sieht das dann aus. Gut, dann kommen wir zur CD. Die ist wenig überraschend, auch hier in Schwarz und Weiß. Sieht so aus. Und auf der Rückseite nochmal Taimo oben ohne zu sehen. Gut, das war's mit dem Album Rap'n'Roll. Aber damit nicht genug. Wir haben noch mit dabei eine Feature EP. Sieht so aus. Also das Cover der Box nur eben in Schwarz-Weiß. Auf der Rückseite haben wir hier 4 Tracks. Und hier haben wir auch wieder Features mit dabei. Einmal BK, einmal Luckman, einmal John und G-Time. Und dann haben wir noch einen Remix. Hier sind auch noch diverse Features mit drauf. Alles klar. So, das ist die CD, die Feature EP. Und die kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. Und wir haben noch eine zweite Papphülle. Und hier haben wir einen Bonusinhalt von Stanley. Ja, der Labelkollege gibt sich hier die Ehre. Schall und Rauch nennt sich das. Und zwar haben wir hier 10 Tracks mit dabei. Also, das ist echt eine Menge. In Klammern die Interpreten, also die Produzenten. Dann haben wir auch wieder Features mit dabei. Einmal Taimo, einmal 84 und einmal Danny 111er. Und das ist dann die CD Schall und Rauch. Wie gesagt, in einer Papphülle. Gut. Als nächstes kommen wir zum Grinder. Der kommt hier in Schwarz und Weiß, ist hier aus Kunststoff, hier oben gebrandet. Ansonsten recht unauffällig gehalten. Das kann man dann hier aufmachen. Und hier haben wir dann einerseits Stauraum, um Material reinzupacken. Und auf der Unterseite haben wir hier solche Spikes, solche Plastikstacheln hier unten an der, ja, man sieht es leider echt wenig bis gar nicht, aber ich kann es euch sagen, hier unten sind genau solche Stacheln auch nochmal. Bedeutet, man kann das Ganze dann ineinander stecken und wirklich gut verreiben. Und was auch immer man dann als Inhalt hier reinmacht, wird dann hier entsprechend zerkleinert. So, als nächstes haben wir dann hier eine Autogrammkarte in so einer Polaroid-Optik. Hier unten von Taimo unterschrieben. Rückseite sieht so aus. Also Autogrammkarte im Hochformat. Dann ist mit dabei ein Tattoo. Ein kleines quadratisches Tattoo hier. Das klassische T, das Taimo meines Wissens am Hals trägt. Ich schaue jetzt mal gerade, ob wir irgendwo ein Foto finden. Nein, jetzt nicht. Oder hat es im Gesicht. Moment, eventuell haben wir auf dem Poster
ein Foto. Wir schauen uns gleich mal das Poster an. Ja gut, hier sehen wir wiederum nichts, weil hier auch noch die Sonnenbrille im Weg ist. So, das ist das Poster in Schwarz und Weiß. Steuerfrei Money Logo, Rap'n'Roll Schriftzug. Dann hier das Shirt, auch wieder mit Steuerfrei Money Schriftzug. Und darüber noch der große Timo Schriftzug. Ja, das ist einseitig bedruckt und im Hochformat. Packen wir wieder zusammen. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier mit dabei ein Shirt. Das Shirt in der Größe M. Man konnte sich das Ganze frei auswählen. Also wir haben diverse Größen zur Auswahl bei dieser Box. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Das Shirt kommt in Schwarz mit dem orangenen Timo-Aufdruck hier auf der Brust. Das Ganze ist von der Marke B&C, ist ein B&C Exakt 190 in der Größe M. Wir haben hier 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, also tatsächlich hier so CD-Optik. Okay, sehr interessantes Design. Und das war's soweit. Also wir packen das Shirt wieder zusammen. Sowohl vorne auf der Brust als auch eben der Rücken hier mit einem Backprint. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte hier. Das Tattoo hier, quadratisch mit dem Timo T. Die Bonus-CD von Stanley, Schall und Rauch mit 10 Tracks. Die Feature-EP von Timo mit nochmals 4 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Rap'n'Roll von Timo hier im regulären Schulcase. Sowie dieser Kunststoff-Grinder hier. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box Rap'n'Roll von Timo. Das Ganze, wie gesagt, exklusiv über Distributions zu bestellen. Und wenn ihr dort bestellt, bekommt ihr natürlich auch wie immer noch diverse Sticker mit dazu. Ich habe in diesem Fall diese drei hier dabei gehabt. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box Rap'n'Roll von Timo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Timo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.